Ich bin Roland Liebscher-Bracht und ich möchte dir helfen, zumindest mal die ersten 10 Tage regelmäßig diese Übungen zu machen. Deswegen unterstütze ich dich mit diesem Motivationskalender, den du dir runterladen kannst, im Link unter diesem Video. Dann fangen wir an mit der ersten Übung. Bei der ersten Übung geht es um den Nacken. Das ist ein Quell von ganz, ganz viel Schmerz und Verspannung, wie du vielleicht weißt. Bitte setz dich dazu auf einen Stuhl oder knie dich hin. Dann machst du gleichzeitig was für deine Knie oder gegen deine Knieschmerzen. Zieh die linke Schulter runter und guck mit dem Kopf 45 Grad nach links. Zieh das Kinn schön an den Kehlkopf. Greif mit der rechten Hand über den Kopf zum linken Ohr. Und jetzt gehst du so diagonal nach vorne rechts runter mit dem Kopf. Und dann merkst du, hinten links zieht es erst ein bisschen, dann immer mehr. Und wenn du schon unsere Übungen ein paar Mal gemacht hast, dann weißt du, du musst in den leichten Schmerz rein und dann noch ein bisschen deutlicher, aber im Wohlfühlbereich bleiben. Nicht zu doll, dass du gegenspannen musst. Und dann gehst du immer weiter schön in die Dehnung rein. Atmest, achte darauf, dass dein Rücken ganz gerade bleibt. Zieh die linke Schulter tief und merkst du, wie es gleich nochmal mehr dehnt. Und das Dehnen dieses Strangs da hinten, das schafft deinen Nacken richtig in Entspannung zu bringen. Und dann ziehst du immer weiter nach rechts, vorne, unten, ziehst die linke Schulter runter und kommst immer ein bisschen mehr in die Dehnung rein. Wenn du zu wenig Dehnung spürst, dann zieh dein Kinn noch ein bisschen näher an den Kehlkopf ran. Dann merkst du auch gleich, oh, jetzt wird es wieder doller. Und je doller, desto besser, musst du immer merken. Darf nur nicht zu doll sein, muss in der richtigen Dosierung sein. Und jetzt versuche mal, den Kopf nach hinten, links oben anzuheben, aber du hältst ihn gleichzeitig fest mit der rechten Hand und darfst ruhig ein bisschen kräftig ziehen. Lass locker und dann merkst du direkt, wie du weiter in die Dehnung reinkommst. Und dann mach das nochmal, spann nochmal gegen. Lass locker, geh noch ein bisschen weiter rein. Und nochmal gegenspannen, locker lassen, noch ein bisschen weiter rein. Und dann kommst du langsam raus. Langsam rauskommen, du merkst schon links, rechts, oh, da ist ein Unterschied. Also die rechte Seite ist jetzt auch dran, rechte Schulter tief. Kopf 45 Grad nach rechts, linke Hand über den Kopf etwas nach hinten nehmen, zieh das Kinn ran zum Kehlkopf und zieh den Kopf nach vorne unten links. Nach vorne unten links runterziehen, dann merkst du hinten rechts im Nacken, da fängt es deutlich an zu ziehen. Da ist der zu kurz geratene Engpass, den wir uns irgendwie antrainiert haben. Und wenn wir den in Länge bringen, ist die Durchblutung besser. Und während ich das so erkläre, atmest du schön gleichmäßig und ziehst immer weiter den Kopf nach vorne, links, unten. Achtest aber darauf, dass der Rücken ganz gerade bleibt, dass die ganze Dehnung hinten rechts in den Nacken reingeht. Ziehst immer tiefer nach unten. Wenn du zwischendurch merkst, dass der Fersensitz nicht mehr geht, kannst du dich aufstellen, hinsetzen, bleibst dabei in der Dehnung. Ansonsten wäre es schön, wenn du drin bleiben kannst, weil das tut deinen Fußgelenken gut, deinen Kniegelenken. Und jetzt spann mal den Kopf auch auf dieser Seite nach hinten oben rechts zunehmend. Lass locker, zieh weiter in die Dehnung und spann nochmal dagegen. Und lass nochmal locker und zieh weiter. Und ruhig nochmal gegenziehen, locker lassen und weiter. Und dann kommst du ganz langsam wieder raus. Bewegst dich gerade ein bisschen frei. Diejenigen, die jetzt den Fersensitz so halten können, weil wenn das geht bei dir, dann bleib so drin. Ich gehe nur mal zur Seite, dass du es besser sehen kannst. Und diejenigen, die den Fersensitz nicht einnehmen können, die setzen sich normal mit den Beinen nach vorne
ganz normal hinsetzen, greifen nach hinten und du siehst, ich habe eine Schlaufe, weil mit der Schlaufe verhindert man, dass man nicht wegrutscht. Du kannst auch ein Handtuch oder irgendwas nehmen oder greif einfach mit den Händen nach hinten, sodass du dich dann immer weiter, wie du das jetzt siehst, schön nach hinten mit den Fingern fortbewegen kannst. Du kannst auch, wenn du sitzt, auf dem Gesäß nach vorne wandern. Ja, wenn du auf dem Gesäß sitzt, dann kannst du so nach vorne immer mehr gehen. Bleib mal in der Position drin und ich gehe mal raus in der Zeit, damit du siehst, was ich meine. Schau, wenn du keine Schlaufe hast und die Hände sind fest am Boden, dann wanderst du langsam mit dem Gesäß immer ein Stückchen weiter nach vorne und dann nimm die Dehnung auch zu. Ja, also egal, ob die Hände nach hinten sich bewegen oder ob du nach vorne läufst über das Gesäß, du merkst die Dehnung immer mehr im vorderen Schulterbereich, im vorderen Oberarmbereich, im Schultergelenk drin vielleicht. Und das befreit sehr, sehr schön ganz viele Muskeln und Faszien, die auch im Laufe der Zeit durch zu wenig Bewegung zu kurz geraten sind und dann ihre schmerzverursachende Wirkung entfalten. Ja, du siehst, ich gehe immer ein bisschen weiter vor. Wenn du keine Schlaufe hast, dann greif ein bisschen vielleicht an den Mattenrand oder nimm dir ein Handtuch und greif dann das Handtuch und geh immer weiter vor. Ganz langsam und gemächlich. Und jetzt drücken wir auch hier mal mit beiden Händen gegen den Boden. Ja, drück mit deinen Händen gegen den Boden, lass die Arme dabei schön gestreckt, drück dagegen, lass wieder locker und geh ein bisschen weiter auf dem Gesäß nach vorne. Oder wenn du noch im Fersensitz bist, dann krabbel mit den Händen weiter nach hinten. Und nochmal spannen, noch ein bisschen fester spannen, die Hände nach unten gegen den Boden drücken, locker lassen, weiter in die Dehnung. Und dann machen wir das ruhig noch ein drittes Mal. Wieder reinspannen, locker lassen und nochmal weiter in die Dehnung. Und jetzt musst du bitte ganz vorsichtig rausgehen, weil du merkst, oh, 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 da waren die Schultern richtig gut in der Dehnung drin, was ja gut ist, weil das befreit ja deine Schultern. So, und jetzt setz dich wieder längs zur Matte oder auf deinem Teppichboden, egal, und schlage dann eines Bein nach hinten, nimm das Fußgelenk möglichst dicht an den Boden und dann gehst du mit dem Gesäß möglichst dicht an die Ferse. Ja? Selbst wenn du nur bis hier hinkommst, überhaupt nicht schlimm, dann übst du erstmal hier und jeden Tag gehst du ein bisschen näher und irgendwann sitzt du dann praktisch mit dem Gesäß auf der Ferse und dann ziehst du deinen Bauchnabel ein und kommst mit deinem Bauch immer mehr nach hinten. Immer mehr nach hinten kommen. Und dann merkst du, wenn du den Bauchnabel nach hinten nimmst, dann kippt das Becken praktisch so nach hinten und dann kriegst du hier vorne einen ganz, ganz kräftigen Zug drauf. Und der ist super gut für dein Knie, ist super gut für dein Hüftgelenk und super gut für deinen unteren Rücken. Das ist eine ganz, ganz wichtige Übung. Und auch wenn es dir erstmal schwer fällt, da reinzugehen oder reinzukommen, übst jeden Tag, wird immer ein bisschen besser, weil wenn du dann irgendwann diese Übung immer besser schaffst hinzukriegen, dann hast du so viel Wohlfühl oder so viel Wohlgefühl im Knie-, Hüft- und Rückenbereich geschafft. Das ist eine von den Übungen, wo du ganz wenig machst und ganz viel Effekt hast. Und jetzt drück mal deinen linken Fuß so fest wie möglich gegen den Boden, dann merkst du, der linke Oberschenkel spannt an und lässt du locker, gehst noch ein bisschen weiter nach hinten und nochmal, dein Fuß drückt gegen den Boden, du lässt locker, noch ein bisschen weiter und nochmal gegendrücken, locker lassen und weiter. Und geh langsam aus den Dehnungen raus.
Nimm direkt dein rechtes Bein nach hinten. Ich drehe mich mal für dich, dass du es besser sehen kannst. Von der anderen Seite wieder so seitlich fallen lassen, ja, dass du dein Bein schön hinlegen kannst. Dann Punkt Nummer 1, versuch dein Fußgelenk relativ dicht zum Boden zu bekommen, so dicht wie es halt geht. Und dann Phase 2, versuch mit deinem Gesäß so nah wie möglich ranzukommen. Wenn du es berührt hast, wenn du das schaffst, dann bist du eigentlich ziemlich gut dabei bei deiner Schmerzfreiheit. Und dann ziehst du den Bauchnabel ein und gehst nach hinten. Und wenn du so auch auf dem linken Arm zumindest gut ablegen kannst, das ist auch ein Bereich, wo du dann für dein Knie, Hüftgelenks und deinen Rückenbereich schon ganz, ganz viel gemacht hast. Wird dir große Erleichterung verschaffen, wirst du gleich merken. Bei der Übung total wichtig wieder, Bauchnabel will nach hinten. Ja? Der Bauchnabel will nach hinten. Der Bauchnabel geht weiter nach hinten. Und jetzt nicht, weil jetzt bist du am Üben, aber wenn du die Zeit hast, beim nächsten Wechsel oder nach dem Ganzen, bitte kommentiere mal diesen Ablauf, diese Routinen und wünsch dir eine, ja, die für dich persönlich toll wäre zu machen. Und dann versuche ich darauf einzugehen und mache entsprechende Zusammenstellungen, damit du immer was Schönes zum Üben hast. Und denk dran, die ersten 10 Tage, üb mit dem Motivationskalender, dass du immer schön abhakst. Jeden Tag ist eine kleine motivierende Bemerkung dabei. Und wenn du die ersten 10 Tage schaffst, fängst du wieder von vorne an für die nächsten 10 Tage, bis du es permanent machst. Und immer weiter. Du solltest dir angewöhnen, eine von unseren Routinen, die wir im Netz haben, immer am Tag zu machen. Ruhig ein bisschen zu wechseln, dann kannst du dir genau da am Körper, wo du immer mehr aufräumen willst an den Stellen, kannst du dich immer weiter ins Positive arbeiten. Und dann drückst du den rechten Fuß, auch hier, gegen den Boden. Lässt locker, ziehst den Bauchnabel zurück und gehst ein bisschen weiter rein. Und nochmal, du drückst wieder gegen den Boden, lässt locker und gehst weiter rein. Und noch einmal, weil es so schön war. Du drückst gegen den Boden, lässt locker und gehst noch ein bisschen weiter rein und du merkst, das zieht über den ganzen vorderen Oberschenkel und dann gehst du langsam raus, streckst dein Bein ganz vorsichtig und jetzt kommen wir mal hoch, weil jetzt machen wir noch ein paar Sachen im Stehen. Ich gehe mal hier an diese Wand, gehe ungefähr so eine kleine Schrittlänge Abstand zur Wand. Geh mit den Händen dagegen, zieh den Bauchnabel ein und schieb die Leisten nach vorne. Und dann merkst du, das zieht über die Leisten, über die Hüfte, vielleicht zieht es in den Rücken. Immer ein bisschen weiter nach vorne gehen. Konzentrier dich darauf, dass dein Bauchnabel nach hinten geht. Dann gehst du nämlich nicht so sehr ins Hohlkreuz und hast die Überstreckung im Hüftgelenk. Und das ist so unglaublich befreiend und gut für deine Rücken. Wenn dir das langt, diese Dosierung, dann bleib so. Wenn du möchtest, kannst du auch noch im oberen Rumpf überstrecken und kannst schließlich deinen Kopf dazu nehmen und insgesamt nach hinten gehen. Musst du aber nicht machen, ich komme auch mal hoch, weil dann kann ich besser sprechen. Aber wenn es sich gut anfühlt, schöne Dehnung noch ausgelöst wird, dann kannst du die vordere Halsseite noch mal reinnehmen. Vorhin waren wir am Nacken, das ist jetzt die Vorderseite. Und dann drücken wir nochmal gegen die Wand, als wollten wir sie wegschieben. Schaffen wir natürlich nicht, ja, aber wir spannen so an. Dann lässt du wieder locker, schiebst die Leisten weiter vor und nochmal gegendrücken. Und locker lassen und weiter vor. Und noch ein letztes Mal gegendrücken, locker lassen und die Leisten noch ein bisschen weiter vor. Und dann wieder langsam rauskommen. Langsam rauskommen. Jetzt bleiben wir direkt so stehen. Wenn du möchtest, kannst du einen Stuhl dir noch hinstellen. Muss aber nicht unbedingt sein. Ich zeig's mal ohne Stuhl. Du gehst jetzt immer weiter nach vorne und greif einfach mit deinen Händen auf die
Beine, auf die Oberschenkel, auf die Knie. Wenn du noch tiefer dann bist, auf die Unterschenkel, also aufs Schienbein. Und lass dich mal langsam runter in die Gegenbewegung. Ja? Immer weiter runterlassen. Und lass dir Zeit dabei, weil gerade nach der Übung, die wir vorher gemacht haben, nach diesem Überstrecken, hat sich der Körper ja an das Gegenteil gewöhnt und muss erstmal jetzt wieder ein bisschen sich umorientieren. Und dabei gib ihm genug Zeit. Lass ihm Zeit. Ja? Und nur mal so, weil wir ja gesagt haben, wenn du diese Übung schaffst, ja, also wenn du schaffst, hier den Boden zu berühren, dann bist du schon ziemlich gut dabei. Aber wie immer bei unseren Übungen, auch wenn du deine momentane Position verbesserst, bist du gleich schon im schmerzbefreiteren Bereich. Aber Ziel, mit den Fingerspitzen den Boden zu berühren, sollte auf jeden Fall sein. Es gibt ja diese eine japanische Studie, die bewiesen hat, dass die Leute, die das schaffen, je flexibler die sind, je besser die auf den Boden kommen, umso weniger haben sie Herz-Kreislauf-Krankheiten. Spannender Zusammenhang, indirekt wahrscheinlich, aber das könnte dich motivieren, da richtig schön viel zu machen. Ja? Und du merkst ja, je länger ich spreche, umso mehr kommst du nach unten. Dann zieht es hinten in der Kniekehle, es zieht an der Rückseite der Beine, vielleicht zieht es auch in der Wade, aber vor allen Dingen in der Kniekehle. Und lass die Knie schön gestreckt, weil je mehr es da zieht, desto besser. Und dann kommst du langsam, oder teste nochmal, kommst du runter gut, wenn nicht, dann kommst du beim nächsten Mal mehr, teste das am besten jeden Tag. Und jetzt nochmal ein bisschen überstrecken in die Gegenbewegung und fühl mal rein, das könnte schon viel, viel lockerer sich alles anfühlen. Und jetzt tun wir nochmal für die Brustkorböffnung etwas. Wir gehen in die Ecke oder in eine Türfüllung. Ja, eine Tür hat jeder, Ecken sind manchmal ein bisschen Mangelware, weil immer irgendwas drinsteht. Arme sind voll gestreckt. Geh mal in diesen Winkel hier ungefähr, so ein bisschen aufwärtsstrebend die Arme. Und dann schiebst du dein oberes Ende des Brustbeins, schiebst du immer weiter nach vorne. Immer weiter nach vorne schieben. Und dann merkst du, es zieht in der Schulter, es zieht an der Innenseite der Ellbögen, es zieht vielleicht sogar in den Unterarm rein. Das ist alles in Ordnung, weil überall, wo es zieht, befreist du dich von zu hohen Spannungen, von zu kurzen Muskeln, von zu verfilzten Faszien. Das wird alles umtrainiert. Deswegen so regelmäßig jeden Tag machen. Deswegen ja auch unser Motivationskalender, die, ja, wo du schön jeden Tag abhaken kannst, damit du auch keinen vergisst. Und wenn du merkst, du läufst immer weiter jetzt in die Ecke rein, dann greifst du mit den Fingerspitzen ein bisschen nach innen, beugst die Finger ein bisschen, hebst die Handwurzel ab, streckst die Hand wieder. Dann ist der Ellbogen ein bisschen gebeugt automatisch und das ist der Weg, den du wieder weiter in die Ecke hineingehen kannst. Streck die Arme voll durch, atme schön tief, geh mit dem oberen Ende des Brustbeins in die Ecke rein und jetzt lass die Arme gestreckt und drück mal mit den Händen so gegen die Wände oder gegen den Türrahmen, wenn du im Türrahmen stehst, als wolltest du den oder die wegschieben. Richtig fest drücken, locker lassen, bisschen weiter reingehen und nochmal drücken, locker lassen, bisschen weiter reingehen und nochmal drücken, locker lassen, weiter rein und dann langsam wieder raus. Und jetzt genieß das Wohlgefühl. Oh, mein Gott. Merkst du, wie sich das anfühlt?